29 Cubes, Alter. Wie krass ist das? Komm, lass noch einen spawnen. Lass noch einen Roboter spawnen auf Ehre. Das wird sich nicht ausgehen, oder? Nee, das geht sich auch nicht aus. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Ja, Mann, so muss es auf jeden Fall laufen, Leute. Wir sind heute mal wieder auf dem Troll-Account unterwegs. Und ja, wir werden heute was Cooles machen. Wir machen heute auf jeden Fall was Cooles. Ihr wisst ja, auf meinem Troll-Account ist es das Ziel, jeden Brawler auf 100 Pokale zu pushen. Und Leute, es sieht jetzt schon richtig gut aus. Schaut euch mal diese Übersicht an. Shelly 100, Nita 100, Jesse 100, Brock 100, El Prim... Boah, ich... Boxer meine ich natürlich, scheiß Boxer. 100, Barley 100, scheiß Boxerin 100, Penny 100, Piper 100, Pam 100, Frank 100, Bibi 100, Mortis, Tara, Jean, Spike, Crow und Lian. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch 6 Brawler, wo wir noch die 100 Pokale schaffen müssen. Und ich habe mir gedacht, Leute, wir machen jetzt heute in diesem Video einen zufälligen Brawler auf 100. Das heißt, wir lassen gleich Siri eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 generieren. Und dann gucken wir, mit welchem Brawler wir heute in dieser Folge hochpushen müssen. Und zur Auswahl stehen auf jeden Fall ein paar. Und ich würde mich am meisten freuen über Daryl oder Karl. Aber ich glaube, die anderen könnten auch extrem lustig werden. Vor allem mit Bull oder so, die Leute so ein bisschen verarschen. Aber wir werden es sehen, Leute. Lasst euch überraschen und lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6. Das ist 4. 4. 4, 4, 4. 4 ist Daryl. 4 ist Daryl. Okay, warum nicht? Kann man machen. Nehmen wir Daryl. Perfekt, Leute. Ich würde dann tatsächlich sagen, wir spielen noch in der nächsten Folge Karl auf 100 hoch und den Rest spiele ich offline hoch. Außer ihr wollt unbedingt, dass ich das alles in einem Video mache, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es mir unten in die Kommentare. So, wir spielen Solo-Showdown mit Robotern, mit Daryl. Das wird auf jeden Fall mega, mega lustig. Natürlich maxed out Daryl. Also wir haben die Star-Power auch am Start. Die Star-Power bei Daryl ist richtig cool. Jedes Mal, wenn er seine Ulti zündet, bekommt er ein Schild und dadurch bekommt er für 3,5 Sekunden lang um 40% weniger Schaden. Und das ist schon eine richtig coole Sache. So Leute, und ihr seht schon, seit neuestem habe ich hier unten eine iPad-Cam, damit ihr auch seht, wie ich live spiele. Normal haben das ja immer die Pro-Player, damit die Leute sehen, so was machen die oder spielen die wirklich selber. Bei mir ist die einfach nur da, weil ich cool bin, ne? Also bei mir gibt es hier keinen Skill zu sehen. Aber ich würde sagen, let's go die erste Runde. Und dann seht ihr auch mal, Leute, ich spiele mit so einem riesen Ding. Das ist wirklich crazy, weil manche Leute spielen wirklich, also sehr, sehr viele Leute, vor allem auch viele Pro-Player, spielen einfach am iPhone und ich könnte das gar nicht. Digga, wo ist der Typ? Er hat mich komplett hops genommen. Ich könnte niemals am iPhone spielen, das wäre mir viel zu klein. Also ich habe es eh schon ein paar Mal probiert, aber die Umstellung packe ich einfach nicht. Oh lol, da ist die Penny. Komm Penny, ich will meine Ulti ready haben und dann booste ich in dich rein. Bam, und perfekt. Oh lol, da kommt eine Kneipenschlägerin. Da oben ist ein Dynamike und ein Kali Columbus, okay, aber Daryl geht schon ordentlich ab, das kann man dem schon lassen. So, was will dieser Frank hier? Komm, wir holen uns mal die Kneipenschlägerin. Let's go. Oh, da kommt jetzt noch eine Boxer. Alter. Alter, hat die mich gerackt. Ich hab keinen Bock mehr. Oh Mann, Leute, das war echt gerade eine miese Runde, aber egal, das war die erste Runde und es geht jetzt besser weiter. Let's go, erstmal hier die zwei Truhen snacken. Okay, da ist ein Brock am Start, ohne Star Power. Sollte... Komm, ey, komm, was geht denn jetzt ab, Alter? Leute, ich bin auch gerade aufgewacht, also verzeiht mir den Skill gerade, der nicht vorhanden ist. So, ich booste jetzt mal in die Kiste rein, einfach so, weil mir langweilig ist. Was machen wir jetzt? Okay, zwei Cubes, also ich habe gerade einfach drei Cubes verkackt eigentlich, oder zwei zumindest, weil der Typ einfach alle beiden eingesammelt hat. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Hätte ich sie selber eingesammelt und ihn dann noch getötet, dann hätte ich jetzt direkt schon die drei Cubes gehabt. Jetzt hat es dann einen, glaube ich, oder zwei, ich weiß nicht, kann man auf jeden Fall machen. Ey, komm, ich habe keinen Bock mehr. Leute, was ist denn hier los heute? Warum verkacke ich denn gerade so? Okay, die nächste Runde, so, das muss jetzt auf jeden Fall besser laufen. Das muss jetzt auf jeden Fall besser laufen. Da ist ein Lian am Start, aber Leute, ich check nicht, warum die Gegner... Also gut, ich bin hier auf 15 Pokalen, aber jetzt sind da schon Gegner am Start, die wirklich teilweise einigermaßen gut spielen, ne? Also ich spiele halt einfach auch gerade ultra scheiße. Sonst würde ich die sowieso alle zerstören, aber okay, ich konzentriere mich jetzt einfach. Ich laber nicht zu viel, ich konzentriere mich. Die Pam bekommen wir schon mal. Nee, bekommen wir nicht. Jetzt aber. Ey, komm. Leute, ich habe keinen Bock mehr.
Schaut euch mal das Getryharde hier an gegen diese Pam. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die 15 Pokale hat. Niemand kann mir das erzählen. Jetzt habe ich sie aber. Ah, Alter, war das ekelhaft. Okay, so. 3 Cubes ist halt nicht so gut, ne? Ich glaube, ich gehe auf den Dynamike. Dynamike, komm her. Oh ja, perfekt. Da kommt noch ein Spike. Den kann ich mir ausnacken. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht die Action los mit Daryl. Also, wenn man dann einmal so im Modus drin ist und die ganze Zeit boostet, dann geht's auf jeden Fall gut voran. Und wenn man dann die Ulti die ganze Zeit bekommt, dann ist Daryl einfach nur overpowered. Okay, da drüben liegen... Oh, lol. Da ist eine Boxerin am Start. Okay, die wreck ich aber. Alter, lol. Ich hatte nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, ihre Ulti zu zünden. Die war direkt tot. Okay, so muss es jetzt weitergehen. Wir haben uns kurz eingespielt. Und jetzt will ich nur noch hier Wins sehen mit plus 8 Pokalen. Wünscht mir Glück, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 3768 Likes auf diese Folge. Also, let's go. Lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal gerne mal kostenlos. So, jetzt beginnen hier schon die Internet-Lags. Perfekt. Übrigens, Leute, www.scheißboxer.shop. Ihr habt noch die Möglichkeit, was zu bestellen. Also, das sowieso. Aber es gibt gerade noch ein paar Autogrammkarten. Also, es gibt aktuell noch circa 500 Autogrammkarten. Bisschen weniger. Es gab ja ursprünglich 1000. Das heißt, Leute, checkt auf jeden Fall den Merch ab und wenn ihr euch was holen wollt, bekommt ihr eine gratis handsignierte Autogrammkarte von Marvin und mir einfach so dazu. Und Leute, was auch mega, mega cool ist, bis zum 7.6. um 23.59 Uhr verlosen wir noch sozusagen unter allen Bestellungen ein Google Pixel 3a XL in Weiß. Das heißt, ihr müsstet dafür theoretisch nur bestellen bis zum 7.6. um 23.59 Uhr, also das ist der Freitag, und dann macht ihr auch schon mit und jede Bestellung machen. Das heißt, ihr müsst nichts Spezielles dafür tun. Das war ja zuerst... Oh! Alter, hat die mich hops genommen. Ey, ich raste aus. Es war zuerst ja davon die Rede, dass ihr auf Instagram einen Screenshot schicken müsst. Das müsst ihr nicht mehr tun. Also, wir machen das viel einfacher, dass wirklich jeder mitmachen kann. Da muss niemand irgendwie extra noch da was hinschicken. Und jeder hat sozusagen die gleichen Chancen. Das wird mit einem Zufallsgenerator ausgelost. Ja, ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Danke auf jeden Fall an das Team Pixel für das Handy, die das zur Verfügung gestellt haben. So, let's go. 10 Brawler leben noch. Ey, ich kack aber heute echt rein mit Daryl. Ich hätte nicht gedacht, dass mit Daryl so verkackt wird, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, vielleicht liegt es gerade an meiner Konzentration oder vielleicht sind die Gegner halt einfach auch wirklich gut. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber naja, vielleicht ist es halt einfach so, ne? Was will denn jetzt dieser Roboter hier? Let's go, den kann ich mir eigentlich holen, warum nicht? Ich muss halt einfach bessere Hits landen. Let's go, zack. Zack. Oh, pff. Das war voll in die Wand. Perfekt. Come on. Oh nein, wenn der mir jetzt abgestaubt wird, ne, dann bin ich aber echt böse. Warte mal. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Perfekt. Dann bekomme ich nochmal von ihm jetzt hier 3 Cubes, wenn er gleich mal down ist. Perfekt. Okay. Wow. Das war ja schon mal ein guter Move. 9 Cubes. Das sollte eigentlich eine easy Runde werden. Ich booste da jetzt einfach mal dagegen, Leute. Ich booste einfach random überall hin, weil ich es kann, ne? Weil ich es einfach kann. Komm, hau deine Ulti raus. Ha! Lol, Alter. Der wurde mal hops genommen, aber sowas von. So, let's go. Der Mortis wird auch hops genommen. Ey, also, wenn es einmal läuft mit Daryl und man einmal im Flow ist, dann kommt man auch nicht mehr so, so leicht da raus. Dann rasiert man einfach alles. So, let's go. Den kann ich auch noch easy holen. Oh mein Gott, das ist ein Brock mit 2 Cubes, mein Gegner. Der wird aber sowas von schnell down sein. Ich booste jetzt einfach mal gleich in den rein. Oder wir trollen den noch ein bisschen. Komm, wir trollen den noch ein bisschen. Wir sind hier auf dem Troll-Account. Dann schauen wir mal. Der soll einfach selber in die Zone gehen und sterben. Ich werde... Meine eine Hand ist nicht mal im iPad. Ich werde nur mich so bewegen. Okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen kritisch mit dem Roboter. Schade. Okay, ich will mich nur so bewegen und ich will diese Runde gewinnen. Wenn ich das schaffe, Leute, dann müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ihr seht ja, ich habe nur die eine Hand am Joystick, aber nicht auf dem Schussding. Oh, jetzt hat er mich mal getroffen. Komm, hau deine Ulti raus, ja. Leute, das kann so gar nicht funktionieren. Das kann so gar nicht funktionieren, ist mir gerade aufgefallen. Ach komm, kein Bock mehr. Kein Bock mehr, ich musste das beenden, sonst, ich glaube, der wäre einfach nicht in die Zone gegangen. Der hat ja irgendwie gecheckt, dass ich ihn nicht attackiere, aber das war der nächste Win. 37 Pokale haben wir schon mal. Ja, fehlen ja nur noch 63, ne, also das geht ja auf jeden Fall schon gut voran. Okay, und die nächste Runde, wir haben hier direkt 2 Brawlboxen am Start. Brawlboxen. Ist nicht so? Seit wann sag ich sowas? Hä? Ich bin gerade verwirrt, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Heißt das Brawlbox oder schreibt es in die Kommentare? Ich habe gerade einen Brain Lag in meinem Kopf. Okay,
Let's go. Wir holen uns die zwei hier. Perfekt. Zack, zack. Drei Cubes haben wir schon mal. Und der Roboter, den könnten wir uns eigentlich auch snacken. Komm, ich baller da mal mit der Ulti rein. Dann können wir dem auf jeden Fall ordentlich Damage geben. Und jetzt hauen wir langsam ab. Und ich nehme den so mit durchs Gebüsch. Und dann sollte das auf jeden Fall gleich mal klappen. Let's go. Oh nein. Was will denn jetzt diese Piper? Alter. Die hat mich aber gerade echt ein bisschen hops genommen, ne? Ich habe echt nicht gecheckt, dass da plötzlich eine Piper rauskommt. Aber naja, wir haben es überlebt. Und ich habe gleich meine Ulti ready. Das heißt, ich werde diese Piper jetzt gleich so wegsnipen. Ich werde einfach in die reinrollen und die wegholen. Pam, das war's mit dir. Das ging aber schnell. Das ging wirklich schnell. So, da ist ein Brock am Start, da ist ein Raikou am Start. Let's go, den Raikou holen wir uns. Alter, der kackt aber rein. Der kackt aber so rein, der hätte mich so easy holen können gerade. So, let's go. Pam, den haben wir auch. Und die nächste Ulti ist auch gleich wieder ready. 6 Cubes hat der Brock hier. Komm, den trollen wir ein bisschen. Der sieht so aus, als würde er mich niemals treffen. Oh, er hat mich gerade getroffen. Perfekt. Perfekt, okay. Einmal ausweichen hier von der Ulti. Okay, er trifft aber gut. Er trifft gar nicht mal so übel, ne? Da muss ich den jetzt doch mal holen, bevor er mich noch über die Zeit wegholt. Und Showdown. Wer ist mein letzter Gegner? Da war noch, glaube ich, ein Riesenroboter am Start. Und ein Typ, der verfolgt wurde von dem. Das ist eine Penny. Die ist da oben. Ja, das ist eine Penny. Das ist eine Penny. Und das war's mit dir, Penny. Komm, der Roboter soll sie töten. Ich mach gar nichts, okay? Ja, perfekt. Easy going, die nächste Runde gewonnen. Nice. 45 Pokale haben wir schon mal, Leute. Es geht sehr gut voran. Wir haben gleich die Hälfte geschafft und die nächste Runde startet. Okay, los geht's. Was will dieser Brock hier? Er heißt einfach Killer. Das klingt jetzt schon mal sehr gefährlich. Brock, komm her. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, let's go. Holen wir uns mal die Kiste hier. Perfekt. Was will der Rico hier? Ja, der will mich ein bisschen abballern, aber das funktioniert nicht. Oh lol, der Brock trifft einfach nicht. Das war aber sehr, sehr knapp, ne? Also ich dachte eigentlich schon, dass der mich trifft. Naja, 6 Brawler leben nur. 6 leben nur noch? Ja, wie schnell ging das denn? Das ging gerade mal, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so. Wenn überhaupt. Okay, da vorne ist eine Kneipenschlägerin und da ist ein Raikou. Ich würde sagen, den Raikou hole ich mir mal. Pam. Ey, der war so in dieser Ecke eingezwängt, der konnte gar nichts mehr tun. Komm, ja Karl, hau ab. Hau, Alter, stimmt. Ich kann jetzt seine Ulti unterbrechen, wenn ich meine Ulti sozusagen zünde und ihn stunne für eine kurze Zeit. Das ist auch heftig, daran habe ich gerade gar nicht gedacht, aber ist auf jeden Fall ganz nice. So, Mortis, du kannst dir auf jeden Fall einen Riesenroboter gönnen. Ich werde dann auf entspannt abstauben. Pam, okay. Ja, er wird vielleicht abhauen und den Riesenroboter auf mich lenken wollen, aber das wird nicht funktionieren. So, die Kneipenschlägerin ist auch schon tot. Alter, die konnte nicht mal mehr ihre Ulti zünden. Oh, warte, Killer ist noch am Start. Gegen den will ich das Finale haben. Dann würde ich sagen, hol ich mir erstmal den Mortis, der hier gerade immer noch verfolgt wird. Und dann erst den Killer. Dann erst den Killer. Weil der Killer, der muss nochmal getrollt werden. Der wird nochmal so hops genommen, dieser Killer. Let's go. So, den haben wir schon mal. Oh Mann. Killer, komm. Ich will jetzt, dass der mich kein einziges Mal trifft. Das war's schon wieder komplett. Er hat mich nämlich getroffen. Okay, die Ulti war ein bisschen verkackt. Let's go. Spawnt da schon wieder einer, ja. Okay, dann soll der den Killer jetzt töten. Ich habe 18 Cubes, er hat 0. Er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Haha. Lol. Ich will so, dass er an der Zone stirbt oder an irgendwas. Ich will ihm nichts tun. Er trifft nicht. Er trifft nicht. Oh mein Gott, ist das lustig. Das war's mit ihm. Das war's mit Killer. Killer hatte hart reingekackt auf jeden Fall. Okay, plus 8 Pokale wieder. Das war doch mal eine geile Runde auf dem Troll-Account. 53 Pokale plus. Plus, genau. 53 Pokale haben wir. 8 plus und ja, ich würde sagen, nächste Runde. So, los geht's. Zwei Truhen haben wir hier schon mal am Start. Das geht ja schon mal ganz gut klar. Pam, erste Down. Pam, zweite Down. Das spawnt schon ein Roboter. Irgendwo. Ach, auch egal. Okay, der kommt zu mir. Der kommt tatsächlich zu mir. Ja, egal. Ich hole mir zuerst noch die Kiste hier. Der Dynamite kann mir da ruhig ein bisschen helfen. Und dann haue ich jetzt mal langsam ab. Aber eigentlich sollte ich mir den Dynamite snacken. Oh mein Gott, war das ein krasser Move. Damit hat er nicht gerechnet, dass ich so schnell plötzlich meine Ulti ready habe. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Aber naja, kann man auf jeden Fall machen. So, let's go. Den können wir auf jeden Fall ein bisschen verarschen. Ich lock den einfach ganz rum einmal. Wenn ich genug Abstand gewonnen habe, booste ich einmal in ihn rein. Pam. Und mit dem Schild hole ich ihn dann einfach down.
Und die neue Ulti. Oh nein. Alter, war das mies. Jetzt habe ich die drei Cubes wirklich verschenkt, ne? Alter, war das mies. Das war echt nicht so schlau, ne? Alter, und ich bin halt fast draufgegangen. Ich dachte echt, dass das Schild ein bisschen stärker ist, ne? Aber, naja, man kann sich auch täuschen. So, was machen wir jetzt? 5 Brawler leben noch. Den Boxer holen wir uns jetzt erstmal. Let's go, scheiß Boxer.shop. Jetzt verfügbar. Holt euch alles, was ihr wollt. Okay, perfekt. 10 Cubes haben wir schon mal. Und das könnte gleich ein spannendes Finale werden. Da ist ein Rico drin. Er denkt, ich sehe ihn nicht. Da ist ein Leon. Die heißt Maria. Maria ist tot. Tschüss, Maria. Und da ist Patrick am Start. Der Patrick ist auf jeden Fall im Tryharden. Komm, wir lassen den mal ein bisschen tryharden. Juckt mich jetzt erstmal nicht. Ich helfe ihm sogar, den Riesenroboter zu töten. Ich gebe ihm sogar die Cubes, dass er eine kleine Chance hat, okay? Und jetzt will ich ein faires Battle hier. Pookie Troll versus Patrick. Los geht's. Okay, er tryhardet auf jeden Fall richtig. Ich merke das schon. Und das war's mit dir, Patrick. Das war's aber sowas von komplett mit dir. Perfekt, wieder plus 8. Und das heißt, wir sind auf 60 Pokalen. Beziehungsweise auf 61. Okay, kann man auf jeden Fall mal machen. Und, oh lol, Level 30 haben wir erreicht. Das ist auch nicht schlecht. Okay, und Marken bekommen wir auf jeden Fall auch ein paar. Kann man mal machen. Aber ich glaube, beim Event am Wochenende werden wir auf jeden Fall wieder mehr Marken bekommen. Ja, Marken bekommen. Macht Sinn. Damit auch mehr Kisten bekommen. So, oh mein Gott, schaut euch mal den Daryl an. Der ist ja so lost. Der war wahrscheinlich Power 1 oder so. Ich bin einfach hier mit Star Power unterwegs. Das ist halt ein Riesenunterschied, ne? Also, es ist schon ein bisschen unfair für die anderen Spieler, aber naja, Leute, ich habe hier auch einen riesen Haufen Geld reingesteckt in diesen Troll-Account. Generell in Brawl Stars. Ich habe schon so viel Geld dafür ausgegeben, aber ihr feiert das halt einfach mega. Deswegen, Leute, mache ich das auf jeden Fall gerne. Solange ihr Bock darauf habt, mache ich sowas wirklich, wirklich gerne. Und ich sage natürlich auch, solange sich das lohnt und ich da insgesamt nicht ins Minus gehe, ist es auch gar kein Problem. So, let's go. Den holen wir schon mal. Den, ne? Die Kiste meine ich. Zack, hier die nächste. Der Rico ist wieder mal anders lost. Er ballert einfach mal eine Ulti raus. Leute, die ganze Mitte ist hier noch frei. Da passiert einfach nichts. Also niemand holt sich diese ganzen Kisten hier in der Mitte. Check ich gar nicht warum, aber naja. So, let's go. Pam und rein in den Roboter. Wir holen uns den auf jeden Fall. Komm, jetzt muss ich aber ein bisschen abhauen, weil sonst passiert das gleiche wieder wie vorhin. Dass ich hier gleich fast verrecke und dann wirklich fast verrecke. Okay, perfekt. 10 Cubes haben wir schon mal am Start. Der kommt hier nicht mehr raus. Und der Nita ist hier auch am Start. Oh lol. Der ist sogar gar nicht mal so übel dran. Nein. Haben wir. Ja. Perfekt. Und jetzt noch der Rico. Das ist der letzte Gegner. Oh lol. Ich dachte eigentlich, dass der jetzt schießt. Ich war schon so voll in meinem Modus. Da einmal ausweichen. Zack, zack. Okay, komm. Wir trollen ihn wieder ein bisschen. Leute, das ist der Troll-Account. Wir trollen gefühlt viel zu wenig in letzter Zeit. Deswegen, heute in dieser Folge wird auf jeden Fall wieder ordentlich getrollt. Let's go. Bam, 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 bam. Okay. Timo, ich will, dass du in die Zone gehst und an der Zone stirbst. Schau dich den mal an. Der kann einfach nichts tun. Der kann gar nichts tun. Er ist anders lost. Er trifft halt auch gar nichts. Ne? Okay, er kann halt schwer was treffen. Aber, komm, wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt ein bisschen anhitten von dem. Und jetzt ein Hit. Ein Hit hat gereicht, um ihn zu töten. Leute, der ist einfach nur overpowered. Jetzt so langsam komme ich ins Rollen mit Daryl. Und das gefällt mir auf jeden Fall. 69 Pokale haben wir schon mal. Das geht echt gut voran. Ich würde sagen, die nächste Runde startet. Okay, ich sehe hier links schon mal zwei Kisten. Ich würde sagen, ich hole mir die auch direkt mal. Da wird die Penny auch hinlaufen, ne? Oder nee, die wird sogar kämpfen. So, dann töte ich jetzt einfach... Oh, ne, ich lasse die Penny mal überleben, weil ich ein Ehrenmann bin. Und ich hole mir den Daryl. Der ist auf jeden Fall ein Gegner, der würdiger ist, sage ich jetzt mal. Oder der... Oh, ha! Das wurde jetzt ein bisschen umgedreht, der Spieß. Jetzt hat gerade die Penny trotzdem noch gewonnen, obwohl eigentlich vorhin ganz klar war, dass der Daryl gewinnt. Aber, Leute, so kann es auf jeden Fall auch laufen, ne? Und ich bin jetzt der Tote hier. Wow, oh mein Gott, Alter, Leute, ich muss mal ein bisschen chillen jetzt. Ich musste mal ein bisschen jetzt hier runterkommen und ein bisschen konzentrierter spielen, weil die Runde will ich auf jeden Fall holen. Ich habe nur einen Cube, das wird ganz, ganz mies enden, denke ich mal. Aber naja, so, ich hau mal hier ab. Let's go. Oh lol, der Roboter, okay, ne, er targetet mich immer noch. Ich dachte, okay, okay. Er hat sich ein anderes Ziel ausgesucht, das gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich muss jetzt auf jeden Fall tryharden. Vor allem gegen diesen Rico. Das wird schon wieder richtig mies. Aber, nee, das klappt einfach. Das klappt easy. Perfekt. 3 Cubes haben wir schon mal am Start. Dann ist hier der nächste. Ja, jetzt geht's ja doch gut voran. 4 Cubes. Ich check halt nie, warum die Leute in der Mitte die Cubes nicht alle einsammeln. Ich
Da liegen immer noch so viele rum. Oh mein Gott, ist die Piper mies. Die Piper war ja sowas von schlecht. Okay, neues Geschütz. Macht überhaupt keinen Sinn, aber kann man auf jeden Fall machen. Let's go. Und das war's mit dir, Jesse. Ich check die manchmal nicht. Also keine Ahnung, was in deinen Köpfen abgeht, aber das war ja gerade der dümmste Move ever. So, Geschütz ist erstmal tot, dass mich das nachher nicht mehr abfuckt. Die Frage ist jetzt, wo ist der letzte Gegner? Es ist ein Daryl und er ist direkt hier. Und ich hole ihn. Er hat 96 HP. Ich hole ihn doch nicht. Vergesst es, Leute. Egal, plus 7 kann man auf jeden Fall auch mal machen. Wir sind bei 76. Und Leute, es fehlen demnach nur noch 24 Pokale. Das heißt, dreimal noch Erster werden. Ich darf jetzt echt keinen Fehler mehr machen. Dann schaffen wir sogar eine Punktlandung. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, let's go. Erstmal hier die zwei Kisten holen. Danke, ich liebe das immer. Die Leute ballern so erstmal ein bisschen drauf, merken dann so, okay, sie haben eh keine Chance, hauen ab. Verschwenden dafür aber so viel Zeit. Der verschwendet gerade die Zeit seines Lebens. Der könnte so viele Kisten looten gehen, weil der hat an sich eh keine Chance. Also, das verstehe ich halt teilweise nicht. So, manchmal muss ich das halt auch einfach einsehen. Yo, wenn da schon einer an den Kisten dran ist, der auf jeden Fall viel besser ist, dann gehe ich da auch nicht mehr drauf. Das wäre auch dumm. So, Leute, ich rack hier wirklich alles in einer Tour. Das ist gerade anders crazy. Okay, so, hier sind noch zwei Cubes oder zwei Kisten halt. Let's go. Perfekt. Okay, und da ist ein Roboter. Ein Roboter, den kann ich mir auf jeden Fall mal snacken. Und den snacke ich mir auch. Sag, ich puste einmal durch. Pam, dann hole ich mir den Brock. Alter, war das ein krasser Move. Der Brock wollte nämlich gerade den Power Cube holen. Dadurch habe ich mir gerade noch einen Power Cube erspielt. Beziehungsweise auch noch die zwei, die am Boden lagen. Okay, und jetzt nochmal drei. Das heißt, ich bin über 15 insgesamt. Der nächste Roboter spawnt jetzt hier. Den hole ich mir auch direkt. Und da ist einmal der Nita. Der Nita, den muss ich auch holen. Beziehungsweise schon mal den Power Cube. Das ist schon mal wichtiger. Ich will auf jeden Fall die Power Cubes sammeln bis zum Umfallen. Let's go. 16 Stück haben wir schon mal. Okay, der Nita, warum sage ich das jetzt auch schon? Ich sage das mit Absicht. Das, ich weiß nicht, Lukas Brawls, das hat mal gedacht, das ist männlich. Nita ist halt männlich. Ist sie nicht? Ich glaube, sie ist weiblich. Also, macht mehr Sinn so. Okay, let's go. 19 Cubes haben wir schon mal. Alter, der Jean ist auf jeden Fall auch am Tryhard, ne? Komm, ich hole mal der Nita. 20 Cubes. 20 versus 3. Und der Jean wird aber sowas von reinkacken. Oh mein Gott. Da kommt noch ein Roboter. Okay, den Roboter hole ich mir auch noch. Leute, ich will jetzt in dieser Runde hier, keine Ahnung, 25 Cubes noch bekommen. Perfekt, da haben wir wieder drei. Ich warte, bis der nächste Roboter spawnt. Ich ziehe das jetzt wirklich so in die Länge, dass ich mir jetzt hier jeden Roboter snacke und der Jean aber immer überlebt. Das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel, weil die Roboter bekomme ich jetzt so schnell down. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Leute, schaut euch das mal an. Der ist so auf gleicher Wellenlänge mit mir, dieser Roboter. Oh mein Gott, Leute, das wird so eine Runde mit 30 Cubes werden. Wenn da jetzt noch ein Roboter spawnt, dann sieht das sehr gut aus. Oh mein Gott, Leute. Leute, ich muss hier wirklich mal einen neuen Weltrekord aufstellen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was Cubes angeht in der Solo-Showdown-Runde. Ich meine, 29 Cubes, Alter. Wie krass ist das? Komm, lass noch einen spawnen. Lass noch einen Roboter spawnen auf Ehre. Das wird sich nicht ausgehen, oder? Nee, das geht sich auch nicht aus. Da wird auch keiner mehr spawnen. Okay, dann muss ich den jetzt töten und ich sammle die noch ein. 31 Cubes in dieser Runde auf dem Troll-Account. Leute, das war doch mal eine geile Runde. Das war wirklich eine mega, mega geile Runde. Und wir machen jetzt noch zwei Fights. Jeweils Platz 1 und dann haben wir es geschafft mit Daryl. War doch eine etwas längere Reise, aber kann man auf jeden Fall machen. Hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht. So, da ist ein Brock links von mir. Der ist eigentlich egal. Was ist rechts von mir? Gar nichts. Oder zumindest nicht sichtbar. Okay, einmal Nita. Naja, die wird wahrscheinlich auch nichts machen können. So, let's go. Also Daryl ist eigentlich schon ein starker Brawler. Am Anfang habe ich echt ein bisschen reingekackt, aber mit der Zeit hat sich das so ganz gut in die richtige Richtung entwickelt. Let's go, komm, den Boxer, den will ich mir auch irgendwie snacken. Kann ich mir den snacken? Ich überlege gerade. Ja, den kann ich mir snacken. Perfekt. Das war doch schon mal ein guter Move. Einfach mit der Ulti einmal durchgeballert und das war's komplett. So, bevor ich jetzt den Riesenroboter hole, will ich mir noch ein paar Kisten holen. Let's go, eine. Dann laufe ich noch eine Runde und hole mir dann die nächste. Zack, die kann ich mir auch schon mal holen, weil ich bin auf jeden Fall schneller als der Roboter und bin wieder schneller bei der Kiste, kann sie mir schnell snacken und kann dann direkt hier rübergehen zur nächsten Kiste. Und bis ich dann so 9 Cubes habe oder so, bin ich eh schon so stark, dass ich den Roboter jetzt hier zum Beispiel einfach zerstören kann. Okay, vielleicht sollte ich auch noch weglaufen, weil sonst wird es doch nicht so einfach. Regenerieren wäre vielleicht auch eine gute Idee, aber das sollte jetzt kein Problem werden. Das heißt, wir bekommen von dem nochmal 3 Cubes ab. Weil das ist halt schon crazy. Diese Roboter kann man dann schon ganz gut zum Farmen verwenden. Man darf sich halt nicht zu sehr einschüchtern lassen von denen. Wenn man schneller ist als die und die ganze Zeit weglaufen kann, ist das überhaupt kein Problem. Oh nein, einen Cube habe ich gerade versemmelt. Ich
Was war das denn für ein Move von mir? Ich bin gegen... Nein, Mann, jetzt verkacke ich hier am Ende so hart, Alter. Warum boost ich denn gegen die Wand, Mann? Was bin ich für ein Vollidiot? Plus 4. Okay, da ist Leon. Den hole ich mir auf jeden Fall direkt schon mal. Perfekt, Leute. Komm, wir müssen jetzt die Runde auf jeden Fall gewinnen. Und nächste Runde muss ich dann Vierter werden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und dann sollte ich auf jeden Fall genau die Punktlandung noch hinbekommen. Aber das war gerade echt unnötig, ne? Gegen diese Shelly. Shelly mit 7 Cubes. Keine Ahnung, woher die plötzlich kam. Kam einfach so an und ich bin einfach gegen die Wand geboostet und bin wieder zurückgebounced. Das war echt ein sehr, sehr dummer Move, aber naja. Was soll man machen? Ich hole mir jetzt erstmal den Roboter hier. Let's go. Den snack ich mir auf jeden Fall. Da sind wieder gratis 3 Cubes, aber das dauert halt so lange, Mann. Das dauert so lange. Let's go, komm. Einmal noch und ein letzter Schuss noch. Pam, und das war's. Perfekt. 3 Cubes wieder eingesammelt. 8 Brawler leben noch. Okay, da drüben ist eine Tara, genau. Da ist noch ein Riesenroboter und da ist noch ein Daryl mit genau gleich vielen Cubes wie... ich. Okay, das könnte eigentlich ganz lustig werden. So, was machen wir hier? Da könnten wir eigentlich mal ein bisschen abstauben, sag ich mal. Zack, let's go. Auf den Boxer ein bisschen drauf. Pam, und das war's mit dir, Boxer. Das war's aber sowas von. Zack, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. War das schon wieder knapp? Lol. Das war wieder so ein knapper Move hier gerade. Ja, jetzt sind die Daryls hier am Tryhard, ne? Viele Daryls gerade am Start. Keine Ahnung warum. Aber naja, der ist auf jeden Fall auch tot. 14 Cubes haben wir schon mal. Leute, wollen wir wieder hier 30 Cubes holen in dieser Runde? Das wäre doch mal ein geiles Ziel, oder? Let's go, dann holen wir uns erstmal den Riesenroboter hier. Die Frage ist, wo ist der letzte Brawler? Einer muss ja noch irgendwo leben, ne? Und ich hoffe, dass der jetzt hier noch ein bisschen trollt mit mir. So, den Jean lasse ich auch nochmal überleben. Das ist ja ein Ehrenmann, der heißt Jimmy. Warum sollte ich den nicht über... Alter, der ist so gut. Der trifft wirklich jeden Schuss. Die Frage ist halt wirklich, wo der letzte Brawler ist. Eigentlich juckt es mich gar nicht, außer der hat jetzt so 20 Cubes und kommt gleich irgendwo aus dem Busch raus. Na okay, es ist ein Karl. Ja gut, ich lasse die beiden mal überleben und farm in der Zeit einfach die ganze Zeit Cubes an den Riesenrobotern. Das macht einfach nur Bock, ohne Scheiß. Das macht echt Bock hier. Mal schauen, wie viele Cubes wir jetzt in dieser Runde bekommen. Let's go, zack, wieder plus 3. Ey, hört mal auf, euch zu töten hier. Ich bin hier der Friedensschlichter. Ja, Bro, Jimmy, das war's mal komplett mit dir, ne? Also, das hast du dir aber echt selbst... einzubrocken. Was denkt er sich denn dabei, dass er mich mit 20 Cubes ranzieht? Das war ja mal so ein dummer Move, jetzt mal ganz im Ernst. Naja, 24 Cubes habe ich schon mal. Der Karl probiert es aber auch, ne? Ich check die Leute nicht. Digga, komm, ich töte ihn einfach. Ich habe keinen Bock darauf. Auf sowas habe ich echt keinen Bock. Die Leute sollen doch einfach checken, dass ich hier ein bisschen Spaß mit denen mache. Das ist ja klar, dass der keine Chance hat, wenn ich da mit 20 Cubes am Start bin. Aber naja. 4 Pokale brauchen wir noch, Leute. Die letzte Runde startet jetzt. Let's go, Leute. Da ist ein Raikou am Start im Busch. Okay, den hole ich mir direkt schon mal. Oh Gott. Ich sollte lieber auto-attacken auf die Distanz, bevor der mich wieder weiterhin so verarscht. Okay. Perfekt. 3 Cubes haben wir dann schon mal so mit. Zack. Und da ist ein Daryl am Start. Den will ich mir auf jeden Fall direkt holen. Den snack ich mir auch. Okay, auto-attack hat die Kiste genommen. Manchmal bin ich echt zu faul, nicht auto zu attacken, weil es ist halt schon eine Erleichterung. Du musst halt... Vor allem, wenn die Leute nah dran sind, macht es auf jeden Fall auch Sinn. Das sage ich euch ganz ehrlich, aber teilweise ist Auto-Attacken dann so Müll, ne, dass du dann einfach die Kiste zum Beispiel anhittest, weil sie näher dran ist als der Gegner. Aber du bist halt gerade im Fight, deswegen Auto-Attack nicht immer. Es ist wirklich ein Tipp, aber teilweise ist es schon in Ordnung. Also selbst Landy sagt, dass es hin und wieder in Ordnung Auto-Attack zu usen, weil es halt in manchen Situationen einfach extrem hilfreich ist. Und das stimmt auf jeden Fall, aber ja, so gucken wir mal. Die Shelly ist auf jeden Fall hier am Start mit 5 Cubes. Komm, hau deine Ulti raus. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das war... Oh, ich bin Erster geworden. Ich habe vergessen, dass ich nur Vierter werden darf. Bro, das war gerade wieder Brain Lag des Todes. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir sind auf 104 Pokalen. Da würde ich sagen, jetzt noch kurz 4 verlieren und dann haben wir eine Punktlandung hinbekommen. Also so einigermaßen eine Punktlandung. Also ich will natürlich immer genau mit 100 rausgehen aus den Folgen. Und wenn das nicht klappt, dann ja, ist das halt mies. So, komm, töte mich, Jean. Töte mich. Wo bist du? Ey, ist das schon wieder mies? Ist das schon wieder mies? Töte mich doch einfach. Bro, bitte. Er schafft's nicht. Er wird es nicht schaffen. Ich sag's euch jetzt schon, er wird's einfach nicht hinbekommen. Komm, mach weiter, mach weiter, mach weiter, komm. 2 Schüsse noch. Digga. Okay, komm, ich sterbe einfach an der Zone. Let's go. Ah, das war jetzt der 10. Platz und ich hoffe, das gibt genau minus 4. Perfekt, und wir sind genau auf 100, Leute. Somit war's es hier mit dieser Folge. Wir haben einen weiteren Brawler auf 100 Pokale gepusht.
plus 500 Marken, also 5 Truhen einfach noch so erspielt und werden bald Dynamike freigeschaltet. Das ist das nächste Ziel. Das schaffen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielleicht erspiele ich auch schon privat so ein bisschen was hoch. Müssen wir mal gucken. Schreibt in die Kommentare, welche Brawler ich noch in der Folge hochspielen soll oder in den nächsten Folgen. Ich wäre auf jeden Fall für Karl und eventuell Bull. Die anderen sind nicht so relevant. Aber ja, dann würde ich sagen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und morgen, Leute, sehen wir uns bei Brawl Stars Mego. Denn ich werde jeden Donnerstag Brawl Stars Mego hochladen. Wir sehen uns auf jeden Fall dort. Bis dahin, haut rein und ciao. Yeah, hunnits on my bed, sexing with the bill, roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hunnits on my bed, sexing with the bill, roses in my wallet.